Hi, ich bin Jaron. Ich bin Schauspieler, lebe seit knapp 18 Jahren in Berlin. War vorher 8 Jahre im Theaterengagement in Salzburg, Wien, Karlsruhe und Dresden. Und bestreite meinen Lebensunterhalt mittlerweile hauptsächlich vom Synchronsprechen. Ja. Cool. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Es folgt unsere erste Frage, die legendäre erste Frage. Wie bist du zum Synchron gekommen? Synchron habe ich eigentlich, angefangen habe ich mit Rundfunk, im Bayerischen Rundfunk. Das war in der 3. Klasse. Da meinte meine Grundschullehrerin, ich könne so gut lesen und meinte, ich solle doch mal auf ein Vorsprechen beim Bayerischen Rundfunk gehen. Und der Regisseur dort war Willi Semmelrogge. Das ist der Vater von Martin Semmelrogge. Der machte damals sehr viel Funk und bei dem habe ich vorgesprochen. Es war eigentlich nur ein Satz, den ich damals gesprochen habe. Kannst du dich erinnern, welcher das war? Ja, das war sehr witzig. Wir hatten eine Szene. Ich sollte am Tisch sitzen, zusammen damals auch mit Elmar Wepper. Der hat damals auch viel gesprochen im Rundfunk. Und einer etwas älteren Kollegin, das waren meine Eltern. Und ich sollte am Tisch sitzen und sollte in einem Comicheft lesen. Und dann sollte der Elmar Wepper sollte mich fragen, leg doch bitte dieses Schundheft weg. Und ich sollte einfach nur einen Satz sagen. Ich sollte einfach nur sagen, das ist ein Comicheft. Das war alles. Und ich kam dann dahin und meine Mutter war hinten beim Regisseur, beim Willi Semmelrogge und guckte dann zu, während ich da am Tisch saß und ich setzte mich schon auf den Tisch und wackelte schon so, wie ich das zu Hause immer zu tun pflegte mit 9 Jahren, wackelte also am Tisch und las in diesem Comicheft. Also ich spielte gleich richtig mit und guckte mich Elmar Wepper dann an und sagte, mein Sohn, leg bitte dieses Schundheft weg. Und ich sagte, das ist ein Comicheft. Und dann sagte der Willi Semmelrogge hinten, den nehmen wir. Nur nach diesem einen Satz. Habt ihr Glück gehabt, dass das Mikrofon gelaufen ist? Ich glaube, es war einfach so, dass ich einfach gespielt habe. Es macht mir schon so einen Spaß, als Kind zu spielen, dass das für mich dann irgendwie auch nie etwas mit Arbeit zu tun hatte, sondern eher mit so einem Zeitvertreib, mit einem Job, den ich nebenbei hatte. Und ich fing dann auch 2 Jahre später, dann, nachdem ich mehrere Geschichten im Rundfunk gemacht hatte, Hörspiele, Nils Holgersson im Sportgeschäft, solche Sachen, habe ich dann irgendwann mal mit 12 oder 13 habe ich dann angefangen, synchron zu sprechen. Kannst du dich an deine erste größere Synchronrolle erinnern? Also ich kann mich ja überhaupt an meine erste Rolle erinnern. Ah, ja. Die erste Rolle war damals bei einem ganz tollen Regisseur namens Werner Uschkurat, hieß der. Und es war ein alter Fellini-Film. Ich glaube, das war M. war das, glaube ich. Und da habe ich einen kleinen Jungen gesprochen, der ein Fahrrad geklaut hat. So. Und das habe ich dann so 2, 3 Jahre gemacht. Ich glaube, ich war 15 und dann sprach ich meine erste Hauptrolle. Und das war in Zeit der Zigeuner von Emir Kusturica, der Film. Und da habe ich die Hauptrolle gesprochen. Perchan hieß der. Das war so ein Zigeuner, der mit seinem Truthahn durchs Dorf lief und dann irgendwann mal eine steile Karriere als Zuhälter machte. Also ganz toll. Bei Beate Klöckner, einer sehr, sehr tollen Regisseurin. Gab es Synchronkollegen, von denen du in den Anfangsjahren besonders viel lernen konntest, als ihr noch zusammen aufgenommen habt? Ich kann mich an ein paar Kollegen erinnern. Da war zum Beispiel einer, das war Eckart Belle, Ecki Belle. Gibt es auch ein Interview von uns mit Ecki? Ach, ist ja lustig. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Ich glaube, das war einer der wenigen, die ich auch in der Zeit bewusst wahrgenommen habe. Ich fand das irgendwie, weil ich nicht genau wusste, was sind das, weil die meinten immer, sie wären Schauspieler. Und mir war dieser Begriff, weil ich war ja kein Schauspieler und sprach aber trotzdem mit so Kollegen auch bei irgendwelchen Filmen mit. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann danach auf die Schauspielschule gegangen bin, weil ich dachte, ich möchte auch sagen, ich bin Schauspieler im Synchronatelier. Dass ich dann die Leidenschaft für das Schauspielen dann natürlich erst auf der Schauspielschule entdeckt habe und dann wirklich auch Schauspiel gemacht habe, das kam eigentlich erst danach. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Ido Goldberg? Ido Goldberg, das ist ja eine relativ frische Rolle, den habe ich in einer Sache gesprochen, in zweien, glaube ich, in einer von Snowpiercer, eine Serie auf Netflix. Und ich glaube, wie das Aufnahmeleiter oft machen, dass die kennen ja ihre Sprecher
und gucken oft auf das Äußere, gucken, wie sieht der Schauspieler aus und kenne ich jemanden, der dem ähnlich sieht. Das ist so, wenn man so neue Schauspieler wie Idor Goldberg, den man jetzt noch nicht so gut kennt, dann überlegen die Aufnahmeleiter oft, wem sieht der ähnlich, den ich kenne von den Sprecherkollegen. Und ich glaube, dass der oder irgendwas in der Art ihn erinnert daran. Das muss ja nicht irgendwie äußerlich, aber auch wie der ist vom Typ her. Und da, glaube ich, sind die irgendwie auf mich gekommen. Was macht sein Spiel aus? Von Idor Goldberg, der ist sehr britisch. Der ist sehr zurückgenommen, sehr britisch, aber dann auch sehr, sehr gerade und sehr direkt und ist ein spannender Charakter. Ich habe den, wie gesagt, noch nicht so oft gesprochen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Gibt es eine Lieblingsrolle bis jetzt, wo du sagst, da hat er dir besonders gut gefallen, wo du ihn gesprochen hast? Wo ich ihn, es waren ja nur zwei Rollen. Also die einzige, ich fand den in Snowpiercer, den fand ich schon super. Den Typen, den er da gespielt hat. Ich habe mir gestern in Vorbereitung auf unser Interview heute Dallas Buyers Club angeguckt mit Matthew McConaughey und Jared Leto hast du gesprochen. Die haben ja beide für ihre schauspielerische Leistung den Oscar bekommen. Für die Hauptrolle und für die Genau, beste Nebenrolle. Ja. Erzähl uns mal bitte von der Rolle, die du dort gesprochen hast und von den Synchronaufnahmen. Also das war wirklich, es gibt ja manchmal Rollen, wenn man die sieht, denkt man sich, boah, das ist toll, was der da macht. Und die Herausforderung ist natürlich dann irgendwie, dem auf der einen Seite gerecht zu werden, dem Spiel des Kollegen auf der Leinwand und natürlich sich selber einzubringen in die Rolle. Und die Kombination dieser beiden Aspekte einer gelungenen Synchronisation, die finde ich, das ist immer so das Ziel. Und bei Jared Leto war das so, dass die Beate Gerlach mich besetzt hat auf den. Ich habe den nicht immer gesprochen. Den haben vorher ein paar andere Kollegen gesprochen. Und bei der Besetzung kam die Beate Gerlach irgendwie auf mich, weil der spielt eben einen Transvestiten, einen Transsexuellen. Und also nee, es ist ein Transvestit, also er ist noch keine Frau, aber er ist auf jeden Fall schwul und zieht sich. Er träumt davon, eine Frau zu sein. Genau. Und ich glaube, dass sie einfach gesehen hat, dass ich das irgendwie spielen, sprechen, verkörpern könnte. Und das, weil ich sie auch schon länger kenne, die Beate. Und das ist natürlich immer der Vorteil, wenn der Regisseur einen schon länger kennt, weiß der, welche Sachen der kann oder nicht kann oder vielleicht besonders gut kann oder weil er sie nicht kann, vielleicht sehr gut sprechen könnte. Ist ja auch immer so eine Sache, dass man gegen den Typ besetzt wird und so. Und bei dem war das so, bei Jared Leto hat sie einfach gesehen und geglaubt, dass ich das kann. Und dann haben wir auch ein Casting gemacht, wie es ja oft so ist. Und dann bin ich genommen worden für die Rolle. War das auch für dich ein Highlight? Ja, total. Ja, es war einfach, erstens, weil der einfach ganz toll spielt und weil es ein sehr besonderer, auch der Charakter war auch, der war sehr besonders. Also ja, sehr fein, ne? Sehr, sehr. Sehr zurückgenommen und auf der einen Seite sehr, sehr erotisch. Verletzlich. Und auch sehr, sehr weiblich. Ja. Das ist ja, eine Sache, dass man natürlich als Schauspieler alle Seiten in sich versucht auszukundschaften. Und jetzt so hast du ja eine sehr tiefe Stimme, ne? Bariton. Ja. Bin kein Bass. Aber trotzdem, er spricht ja, also was ist mit deiner Stimme passiert während der Synchronisation? Er spricht ja also sehr, sehr hoch und sehr, sehr ja, der leise. Spricht sehr, sehr leise, sehr zart, sehr zurückgenommen. Das ist immer so eine Abnahme. Es ist immer für den Moment, verwandelt man sich für den Moment des Takes und bei der Rolle natürlich über längere Zeit in diese Figur. Und das Tolle ist eben im Synchron, dass man sehr viel abnehmen kann von dem, was man oben auf der Leinwand sieht und zu interpretieren versucht. Und ich habe in mir eben dieses verletzliche, besondere, dieses weibliche habe ich in mir immer gesucht und meine Interpretation dafür irgendwie versucht zu sprechen. Hast du den zusammen mit Benjamin Völz gemeinsam im Studio aufgenommen oder war der nächste? Nee, aber wir haben uns immer gesehen, Ben und ich, und haben so geschwärmt natürlich für die, Mensch, die eine Szene war doch irre, oder wo die beiden in den Hättest Kanten du es gewünscht, dass zusammen aufgenommen worden wäre? Oder war das so ein Stoff, wo du sagst, da war ich lieber ganz für mich alleine? Nee, es ist beim Synchron ja mittlerweile so, dass die Sachen, dass immer einer aufgenommen wird. Und das hat oft auch seine Berechtigung, wenn es eben keine Dialoge sind. Also es gibt, manchmal wird auch noch zusammen aufgenommen, aber aus Zeitgründen und aber auch aus Gründen der Ökonomisierung einer Rolle ist es auch besser,
im Flow zu bleiben. Weil wenn du die ganze Zeit natürlich einen Take nach dem anderen sprichst, bleibst du konstanter in der Rolle, als wenn du immer zurückgehen musst und warten musst, bis der Kollege den Take spricht, dann bist du wieder dran, dann ist der Kollege wieder. Man ist so gewöhnt, auch in der Rolle dann drin zu bleiben. Und das war für die Rolle jetzt, in Dallas Buyers Club, war das schon sehr gut, dass ich das hintereinander gemacht habe, weil ich dann immer diese Spannung und diese Figur versucht habe, auch immer von der Haltung, von der inneren Haltung auch immer so ein bisschen zu halten, ja, Dann hast du ja 2017 Jared Leto nochmal gesprochen als Nyanda Wallace in Blade Runner 2049. Nyanda Wallace. Ja. Wieso hat man sich bei dem Film auch wieder für dich entschieden und nicht für die anderen, die den... Also da gab es auch ein Casting und da hat auch ein anderer Kollege, der ihn in Suicide Squad gesprochen hat, der Stefan Kaminski, der das ganz toll gemacht hat, der hat auch vorgesprochen für die Rolle, aber was bei Jared Leto ist eben das Besondere, dass der so anders ist in seinen Rollen, so unterschiedlich auch. Also wenn man den sieht als Joker in Suicide Squad und dann als diesen Transvestiten in Dallas Buyers Club, da denkt man auch, das ist ja Wahnsinn. Und das finde ich auch das Besondere im Synchron, dass man da nicht unbedingt denselben Sprecher nehmen muss. Es gibt natürlich viele Feststimmen, die auch ihre Berechtigung haben und viele Kollegen sind natürlich auch der Meinung und sagen, ich kann das auch spielen und ich. Aber es gibt natürlich bei uns im Synchron die Möglichkeit, dass das ein Kollege macht, der vielleicht besser auf die Rolle passt. Nur für diese Rolle. Es kann sehr gut sein, dass der in einer anderen Rolle wieder weniger gut passt und so war das eben bei der Rolle auch. Da hat jetzt irgendwie bei Suicide Squad als Joker, hat das der Stefan Kaminski ganz toll gemacht, aber als Nyanda Wallace hab ich dann irgendwie besser drauf gepasst. Das war so, das entscheiden ja selten wir gar nicht als Sprecher, sondern der Verleih oder die Redaktion. So. Du bist ja auch die Stimme von Bruce Wayne in den Batman-Lego-Filmen. In den Lego-Filmen. Wie kam es dazu? Na, ich habe Batman, glaube ich, das erste Mal gesprochen. Es gibt ja wahnsinnig viele Zeichentrick-Batmans, jetzt mittlerweile auch Lego. Als ich Batman zum ersten Mal gesprochen habe, den spricht ja eigentlich David Nathan, der das ja auch so sensationell macht. Da habe ich ihn in einem Zeichentrick, in einer zehnteiligen Zeichentrickserie, der hieß, glaube ich, Batman, The Brave and the Bold. Da gab es auch ein Casting. Und da habe ich da drauf gesprochen und habe damit auch gar nicht gerechnet, irgendwie auf Batman irgendwie so eine Stimme zu machen und den so knallhart zu sprechen. Das war auch gar nicht, aber es hat dann doch funktioniert, offenbar. Und seitdem mache ich das ab und zu, wenn es David nicht macht, mache ich's. Und es macht total Spaß. Das ist natürlich. Hast du als Kind schon Batman geguckt? Ging da so ein Kindheitstraum in Erfüllung? Also ich habe mir nie gewünscht, den irgendwie zu sprechen oder zu synchronisieren, weil ich mich da gar nicht gesehen habe in der Rolle. Aber ich fand Batman cooler als Superman. Du hast ja oft John Krasinski gesprochen. Ja, in The Office. Zum Beispiel. Glaube ich 7 Jahre oder so. Was macht sein Spiel aus? Also John Krasinski ist, der ist auch sehr besonders. Er ist sehr zurückgenommen, und sehr so ein Understatement-Schauspieler, der immer, also in The Office, in der Rolle, die er da spielt, ist der immer sehr, sehr, hat er immer so eine leise Ironie, die ja fast alle Figuren da drin haben. Und so eine, auf der einen Seite eben so eine Naivität, so eine Tapsigkeit und auf der anderen Seite aber so eine, irgendwas Verschlagenes und sowas, was Wissendes. So. Also es macht ja total Spaß, den da zu spielen. Und The Office ist ja schon der Hit. Hast du dir die deutsche Adaption Stromberg angeguckt? Stromberg war das. Ne? Da dachte ich mir, sag mal, den Dialog habe ich doch genauso in The Office gesprochen. Also das war irgendwie so offensichtlich, dass das irgendwie 1:1 übernommen ist von den Dialogen, von den Situationen. Also ich habe mir das nicht lange angeguckt, weil ich mir sagte, ich kenne das ja alles schon. In Jack Ryan hat ihn ja dein Kollege René Dornclaude gesprochen. Ja. Du wurdest nicht besetzt, warst du enttäuscht, dass du ihn dort nicht gesprochen hast? Beziehungsweise kennst du den Grund dafür? Ja, nein, das war enttäuscht. Klar, ich dachte mir, ich habe den jetzt in so lange gesprochen und in noch ein paar anderen Filmen auch und dachte mir, wieso sind die jetzt, ich wurde gar nicht gefragt. So, also es gab zwar ein Casting und ich weiß von dem Regisseur, Olli Schwiegershausen, der hat mir auch, ich habe den gefragt und habe ihm gesagt, du sag mal, du weißt schon, dass ich den John Krasinski gesprochen habe in The Office. Dann meinte er, nee,
Das wusste ich gar nicht, keine Ahnung. Und da war ich ein bisschen verwundert so und dachte mir, okay, also möglicherweise, vielleicht passt euch, mein René macht das ganz toll, der macht das super. Der passt in der Rolle, wie ich das schon sagte. Es gibt einfach Rollen, da passen andere Kollegen vielleicht besser drauf. Und der Verleih hat sich das angehört und hat ein Casting gemacht und da hat René super drauf gepasst. Und ich finde, er macht das super. Ganz ähnlich oft wie John Krasinski hast du ja auch Michael Sheen synchronisiert. Hast du eine Lieblingsrolle mit ihm? Naja, Michael Sheen habe ich, der ist eigentlich ganz anderer Typ als ich. Ich habe den in zwei oder drei Rollen habe ich ihn gesprochen, aber wirklich bewusst war das Passengers. Da spricht der, habe ich ihn, das ist so ein Android, der so ein bisschen wie in Shining hinter der Bar steht und die beiden bedient und eigentlich ein Roboter ist, der dann immer so hin und her surrt. Das war eben, der spielte auch sehr britisch, wie der spielt, sehr zurückgenommen, sehr so distinguished, hat so was Vornehmes. Und der, das hat auch total Spaß gemacht. So, ich habe den in anderen Rollen, spricht den der ein anderer Kollege, der es auch ganz toll macht. So, in der Rolle habe ich halt ganz gut darauf gepasst, glaube ich. In Monsieur Claude und seine Töchter hast du Ari Arbitant gesprochen. Ja, ja, ja. Der Film zählt ja mit zu den erfolgreichsten französischen Produktionen überhaupt. Was ist deiner Meinung nach der Erfolgsgarant gewesen für diesen Film? Warum war der so erfolgreich? Das war ein Überraschungserfolg. Da haben auch viele gesagt, wieso ist der? Kamen auch Leute zu mir und haben gesagt, sag mal, du hast den Juden in Monsieur Claude und seine Töchter gesprochen. Es ist ja toll, es ist ja so ein toller Film. Und ich so, welcher Film war das nochmal? Monsieur Claude und seine Töchter, genau. Ich habe mich da gar nicht mehr. Das war ein Überraschungserfolg. Ich glaube, der war deswegen so erfolgreich, weil er ein großes Spektrum abgedeckt hat an Publikum. Auch an Vorurteilen, ne? Glaube ich, bestimmt so ein bisschen auch an alles bedient, was irgendwie so existiert. Ne? Ja, und der Film hatte auch eine, ich meine, die Franzosen können das, die machen einfach sensationell gute Komödien, weil die ein ganz tolles Gefühl für Timing haben und auch die Figuren auch keine Angst davor haben, so richtig auf die Kacke zu hauen. Auch mit Vorurteilen total übers Ziel manchmal hinauszuschießen. Das finde ich eine ganz große Qualität der Franzosen, die in Deutschland leider ein bisschen abgeht. So. Dann hast du Corey Stoll als Peter Russo in House of Cards gesprochen. Gott, der ist auch schon 8 Jahre her, glaube ich. Wie empfandest du die Aufnahme? Na, das war die erste Netflix-Serie, wo man damals gar nicht wusste, was ist denn Netflix überhaupt. Und ich hatte Corey Stoll hatte ich in einem kleinen, in so einer Gaunerkomödie, Lock, Stock and Two Smoking Barrels war das, glaube ich. Da habe ich den gesprochen in einer ganz kleinen Rolle. Und deswegen habe ich ihn dann auch in House of Cards gesprochen. Und ich fand das ganz toll. Also es war auch so ein Highlight. Diese Figur, ich war dann ganz traurig, dass der gestorben ist. Weil Achtung, Spoiler. Ja. Okay. Ich konnte dann leider nicht nur. Hast du trotzdem weitergeguckt, die Serie? Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Die erste habe ich gesehen. Kam es beim Synchronisieren schon mal vor, dass du aus dem Studio gegangen bist und gedacht hast, die Serie oder den Film muss ich mir unbedingt anschauen? Ja, oft. Also bei Dallas Buyers Club war es auf jeden Fall so. Es war natürlich beim Blade Runner war es so. Es gab ein paar Serien, die ich gesprochen habe. Maniac zum Beispiel. Kommen wir nachher noch drauf. Kommen wir auch noch dazu. Also ganz viele. Ganz viele. Könnte ich gar nicht aufzählen. Dann bist du ja auch unter anderem die deutsche Stimme von Jason Mantzoukas. Ja. Den hast du gesprochen in Transparent und No Activity. Genau, genau. Mitgespielt hat er auch in John Wick 3 zum Beispiel, Bad Neighbors und Der Diktator mit Sacha Baron Cohen. Ja. Was ja. schätzt du an seinem Spiel? Also Jason Mantzoukas habe ich im großen Diktator habe ich ihn nicht gesprochen. Ich habe ihn zuerst gesprochen in Transparent. Da spielt er einen kiffenden Psychoanalytiker, der seine Patienten mit Gras versorgt. Und das hat so einen Spaß gemacht. Das war wirklich sehr lustig, weil der halt wirklich nur bekifft war. Und dann habe ich ihn gesprochen in No Activity und da ist er genau das Gegenteil. Da ist er, als ob der auf Speed wäre. Also hat so einen Spaß gemacht. War sehr lustig. Und in Brooklyn 9-11. Brooklyn 9-11 heißt die Serie, glaube ich. Da spielt er auch einen Officer,
der, wo ich auch das Gefühl hatte, der Typ hat irgendwie, der steht unter Drogen die ganze Zeit. Der ist entweder, keine Ahnung, was er genommen hat. Die Drogen würde ich auch gerne mal nehmen. Also der ist sehr extrem. Also der ist in seinem Spiel, in beiden, in No Activity und in dem anderen, in Brooklyn, ist der sehr extrem. Das macht natürlich Spaß. Ich meine, das ist das Tolle am Synchron, dass man einfach auf die Kacke hauen kann. Thema American Horror Story, da hast du Cheyenne Jackson gesprochen, der ja in den drei Teilen ganz verschiedene Charaktere spielt. Erzähl mal von den Aufnahmen. Also da war ich auch sehr erstaunt über das Konzept von American Horror Story selber. Das fand ich außergewöhnlich, diese Figuren da drin. Und meine Figur, dieser Cheyenne Jackson, spielt in diesen 4 Staffeln, glaube ich. In der ersten hat er nicht, das sind, glaube ich, 6 Staffeln. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ziemlich viele. In den letzten 4 hat er in jeder Staffel einen völlig komplett anderen Charakter gespielt. Und auch die Staffeln selber sind auch ganz anders. Die Erzählweise ist völlig unterschiedlich. Es sind ganz andere, da wird dann, bei der einen ist es, das spielt alles im Hotel, wo die Opfer in diesem Hotel wieder zum Leben erweckt werden oder die Gäste dieses Hotels irgendwelche Zombies, Vampire oder was auch immer sind. Und ich habe in dieser ersten Staffel, da habe ich den Besitzer dieses Hotels gesprochen, der am Schluss drauf geht, der stirbt. Und dann dachte ich mir, die Figur ist gestorben. Und dann in der zweiten Staffel rief mich die Aufnahme an, du, der kommt wieder in der American Horror. Ich sage, ich bin doch tot. Ja, aber der ist jetzt ganz jemand anders. Und ich so, wie, der ist jemand anders? Was spielt er denn jetzt? Ja, jetzt spielt er den Produzenten. Ich so, was sind für Produzenten? Na, die spielen eben jetzt, dass während sie eine Soap drehen, die Darsteller sterben oder gemeuchelt werden. Und du bist der Produzent dieser Serie. Und ich so, hä? Ich hatte auch nicht verstanden, was das jetzt sollte. Aber war dann so überrascht, wie toll das funktionierte. Und wie gesagt, diese Figur, dieser Cheyenne Jackson, war ein völlig anderer Typ. Das war in der zweiten Staffel. Der starb dann auch. Und dann rief die Aufnahmeleiterin wieder an. Dann rief sie nochmal an. Du, da ist noch eine dritte Staffel von American Horror. Und ich so, nee, aber nicht wieder Cheyenne Jackson. Doch, jetzt spielt er einen Psychiater. Und ich so, einen Psychiater? Also es war wirklich absurd. Absurd. Hat Spaß gemacht? Total. Ja, das war also ganz unterschiedliche Rollen und der Typ ist auch super. In der ziemlich abgefahrenen Serie Maniac hast du den Wissenschaftler Dr. James Mantleray gesprochen. Justin Theroux ist der Schauspieler, genau. Dankeschön, ja. Lieber Jaron. Ja. Wie fandest du die Miniserie? Ja, sensationell, also abgefahren. Das ist, finde ich, eine Qualität von Netflix, dass da Leuten so Material in die Hand gegeben wird. Und man hat das Gefühl, denen wird so gesagt, ey, macht mal, worauf ihr Bock habt. So wie Woody Allen irgendwie 6 Millionen geben, dafür muss er 4 Filme machen. So, ihr könnt mal richtig auf die Kacke hauen. Und da hat dieser Justin Theroux, der da, glaube ich, auch teilweise auch mitproduziert hat, das Ding, der hat so auf die Kacke gehauen. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Spielt in so einem virtuellen Welt teilweise und also sehr, sehr abgefahren. Ich kann gar nicht erklären, kann gar nicht erzählen, worum es da geht. Also es geht um virtuelle Welten und um Persönlichkeitsveränderungen und Parallelwelten. Also sehr abgefahren, muss man sich angucken, dann versteht man's. In Haus des Geldes sprichst du ja den Polizisten Suarez. Erzähl mal von der Rolle. Der Typ ist auch sehr, sehr extrem. Also ich habe das Gefühl, der gibt nur Anweisungen, der brüllt, der schickt die Truppen von links nach rechts in die Bank, aus der Bank raus, in den Hubschrauber. Also es geht irgendwie nur, geht drunter und drüber. Macht auch total Spaß. Die Regie ist auch super, die Ina Gerlach macht das, macht auch total Spaß. Ist halt sehr extrem und für die typisch Spanisch finde ich sehr besonders. Die Spanier haben in den letzten Jahren ja auch ganz tolle Filme gemacht. Und diese Serien, diese spanischen Serien, die kann ich fast alle durchweg irgendwie empfehlen. Die finde ich ganz toll, sehr besonders, ganz, ganz abgefahrene Ideen. Auf die, weiß gar nicht, wie die drauf kommen, auf sowas. Also hat total Spaß gemacht. Das ist eine Actiongeschichte mit einem sehr besonderen Plot. Und die Arbeit hat auch viel Spaß gemacht. Du hast 1998 Zug des Lebens synchronisiert. Ach, da gab es ein paar Besonderheiten dabei. Erzähl mal von der Synchronisation. Das ist ein ganz toller Film. Der Zug des Lebens, Radu Mihaileanu heißt er. Das ist ein rumänischer Regisseur, der den Film auf Französisch gedreht hat, mit französischen Schauspielern. Und es ist die Geschichte, spielt im Zweiten Weltkrieg, Geschichte eines polnischen Städtels
in dem nur Juden leben, orthodoxe Juden, die beschließen, den Nazis zu entkommen, indem sie ihr Dorf in einen Gefangenentransport verwandeln. Das heißt, ein Zug wird gekidnappt und alle Bewohner dieses Dorfes werden als Gefangene in diesem Zug transportiert und so hoffen die Dorfbewohner, den Nazis zu entkommen und fliehen dann auch wirklich. Und Dorfbewohner, die am deutschesten, am arischsten aussehen, spielen dann die Soldaten. Und der Rest spielt die Inhaftierten, die Häftlinge im Zug. Der Film war deswegen toll, weil, wie gesagt, die Sprache, gedreht wurde der Film auf Französisch. Und der deutsche Verleih wollte aber, dass dadurch, dass das eben Juden in einem Städtel sind, wollte er, was ich auch richtig fand, wollte er, dass alle Jiddisch sprechen. Und dadurch, dass ich ja ursprünglich aus Israel komme, Hebräisch spreche, meine Großeltern Jiddisch gesprochen haben, und ich die Mameluschen ein bisschen red, wie mein Bobbe und meine Seide auch gesprochen haben, spreche ich ein bisschen Jiddisch. Und ich fand das eine ganz außergewöhnliche Synchronisation. Also alles, was in dem Film auf Französisch gesprochen wurde, haben wir auf Jiddisch gemacht. Und das war Ossi Rageb, auch ein ganz, ganz toller Regisseur, hat da Regie geführt und auch selber den Rabbi gesprochen. Und das war ein Highlight. Der Film selbst ist ein Highlight, finde ich. Den muss man gesehen haben. Wenn man zeitgleich, der ging ja irgendwie Das Leben ist schön von Roberto Benigni, der auch ganz toll ist. Aber ich fand Der Zug des Lebens den besseren Film. Bist du ab und zu jetzt bei Synchronisation auch zur Sprachberatung angezogen? Ja, ich mache das sehr oft und sehr gerne, weil ich mich immer so ein bisschen ärgere, wenn ich in Filmen, in Serien hebräische Ausdrücke oder jiddische Ausdrücke höre und mich dann immer ein bisschen ärgere, wenn der Zusammenhang irgendwie seltsam ist oder auch falsch ausgesprochen werden. Und ich mache das sehr gerne. Kommen wir zum nächsten Schauspieler, Luke Evans. Ja. Den hast du gesprochen in Die Schöne und das Biest. Ja. Was war die Herausforderung an dieser Rolle? Er ist der Negativcharakter da drin. Also er spielt eigentlich den Antagonisten, der eigentlich der Unsympath. So. Und das ist, finde ich, auch eine der tollen der Herausforderungen im Synchron, dass man eben so unterschiedliche Sachen sprechen kann. Also bei ihm war das so, dass er wirklich sehr unsympathisch rüberkommt, sehr überheblich, sehr arrogant. Und das macht aber als Schauspieler wahnsinnigen Spaß, das irgendwie zu sprechen und zu spielen. Und bei dem hat es besonders Spaß gemacht. Dann hast du ihn ja nochmal 2019 synchronisiert in Die Einkreisung mit Daniel Brühl. Daniel Brühl, genau. Erzähl mal von der Serie. Na, spielt in London im Ende des 19. Jahrhunderts. Und Daniel Brühl spielt dort den ersten, Crime Scene Investigator. Also der anhand der Spuren am Tatort den Mörder überführt. Und Luke Evans ist da einer seiner, spielt einen Maler, der die Fotos, quasi den Tatort fotografiert, er zeichnet ihn. Und aufgrund dieser Zeichnungen lassen sich eben oft, nachdem man sich die Zeichnung anguckt, lassen sich die Täter oft überführen. So, aber Spaß gemacht hat eigentlich das Zusammenspiel und die Dialoge zwischen Daniel Brühl und Luke Evans. Der Daniel Brühl hat sich selber gesprochen, hat das selber synchronisiert. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen im Atelier. Und er hat dann immer erzählt, wie das bei den Dreharbeiten war und dass er den Kollegen Luke Evans, dass er den sehr mochte, weil das ein sehr unglaublich netter, aufmerksamer und kollegialer Schauspieler ist, mit dem die Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat. Du hast in Dr. House den Dr. Taub, den jüdischen Arzt, gesprochen. Eigentlich so eine relativ untypische Rolle. Ne? Total. Und also, wie kam es dazu? Das war sehr witzig. Peter Jacobson heißt der Schauspieler. Den habe ich gesprochen vor, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube 10 Jahre oder 12 Jahre, im ersten Transformers-Film. Da hat dieser Schauspieler seine erste Rolle
gespielt. Da hat er einen Lehrer gespielt, der an seiner Schule, an seiner Klasse verzweifelt. Und es war eine relativ kleine Rolle. Und der Aufnahmeleiter, es ist ja so, dass, wie gesagt, wie ich ja schon anfangs erwähnt habe, die Aufnahmeleiter sehen den Kollegen, den Schauspieler und denken sich, wer könnte das spielen? Und der hat irgendwie an mich gedacht, weil der ziemlich ausgeflippt ist, dieser Lehrer in dieser Klasse, und hat mich darauf besetzt. Und ich hatte das schon längst wieder vergessen. Und dann rief mich jemand an und sagte, du, da taucht ein Arzt auf bei Dr. House, den hast du mal gesprochen. Und ich so, aha, wer ist denn das? Ja, ein Peter Jacobson. Möchtest du den sprechen? Und ich so, klar, warum nicht? Und dann sah ich den, oder besser gesagt, ich habe ihn eben nicht gesehen, sondern ich fuhr dann nach Hamburg, wo die Aufnahmen gemacht wurden, bei einem ganz, ganz tollen Regisseur, Dieter Gerlach, Dieter B. Gerlach. Dieter B. Gerlach. Der hat das von Anfang an hat der Dr. House gemacht, auch ganz sensationell, tolle Regie. Und der hatte mich am Telefon und meinte am Telefon so, ja, Ron, also ich habe ihre Fotos da gesehen und ich habe das Gefühl, sie passen da überhaupt nicht drauf auf die Rolle. Und ich so, ja, wieso? Wie kommen Sie da drauf? Naja, er ist jetzt ein ganz anderer Typ. Und dann fing ich an, mit ihm so zu reden. Und 5 Minuten. Und nach 5 Minuten meinte er dann so irgendwann, Alter, passen Sie mal auf. Also ich glaube, wir kriegen das hin mit Ihnen. Wir können das machen. Und ich so, das bin ich ja froh. Wir können das mal probieren. Wir können es mal ausprobieren. Wir können es mal ausprobieren mit Ihnen. Und dann habe ich das 5 Jahre gemacht. Also das ist auch so eine Sache, so Aufnahmeleiter, die einen dann besetzen mit so etwas. Das ist natürlich ein Glücksfall, dass man dann 5 Jahre in so einer tollen Serie wie Dr. House dann so einen Arzt sprechen kann, weil irgendjemand meinte, der passt ganz gut auf diesen ausgeflippten Lehrer bei Transformers. Cool. Dann hast du ja in der 2. Staffel der US-Serie You, Du wirst mich lieben, den zwielichtigen, prominenten Henderson gesprochen. Freut man sich als Schauspieler, wenn es eben nicht nur die glatten Charaktere sind, sondern wenn du auch mal so richtig böse einen raushauen kannst? Ja, das macht am meisten Spaß. Also das ist klar. Also der, vor allem der ist ja nicht nur, der ist ja nicht nur böse, sondern der hat auch, ganz oft sind es eben so die Nuancen und die Facetten bei den Schauspielern, wo man irgendwie denkt, der ist sehr strange. Und das ist ja, was beim Synchron, ich sage das immer wieder, auch schön ist, dass man sich ja immer so Takes anguckt und immer nur diesen Moment versucht zu interpretieren. Und das funktioniert, das war, besonders bei dem war das sehr wichtig, dass man sich immer so kleine Stücke irgendwie, die Takes genau anguckt und dann die Nuancen da drin irgendwo ausspielen kann. Das war bei dem sehr besonders. Gibt es generell ein Rollenprofil, für das du oft besetzt wirst, mal abgesehen von Dr. Taub aus Dr. House, der ja vielleicht das so ein bisschen bricht, oder bist du so eine Allzweckwaffe im Synchron? Also dadurch, ich glaube, dass ich, weil ich auch sehr viel Spaß daran habe, sehr extreme und unterschiedliche Charaktere zu sprechen, glaube ich, dass ich sehr unterschiedlich besetzt werde. Also es gibt Aufnahmeleiter, die mich grundsätzlich mit dem Psychopathen besetzen. Und es gibt andere Aufnahmeleiter, die mich grundsätzlich mit dem jugendlichen Liebhaber besetzen. So, oder jugendlich bin ich ja gar nicht mehr, aber mit den positiven Charakteren. Also sowohl Protagonisten als auch Antagonisten können irgendwie, spreche ich gerne. Du sprichst auch viele Anime-Rollen. Was ist das Besondere deiner Meinung nach an Animes? Na, die Anime- und Manga-Kultur ist deswegen sehr besonders, weil die eine unglaubliche Fantasie haben. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Dinge, die die Japaner in diesen Anime- und Manga-Filmen erfinden, werden später entwickelt und werden dann real. So wie zum Beispiel Ghost in the Shell. Ne, ist ja auch so eine ganz alte Anime-Serie, also alt, relativ, die eben mit Scarlett Johansson verfilmt wurde, Ghost in the Shell. Und also wenn man den sieht und dann den Anime sieht, denkt man sich so, da kommt das her, da ist diese Fantasie, da ist das entstanden so, und die Charaktere reden wahnsinnig viel so bei diesen Anime und Mangas, aber sind trotzdem sehr besonders, also haben trotzdem so auch viele Facetten und spielen auch sehr nuanciert, obwohl das Zeichentrickfiguren sind. Und sie sind eben extrem. Und dieses Extreme liegen mir. Du bist ja auch die deutsche Stimme von Agni aus Black Butler. Ja. Was ist das Besondere an dieser Serie? Also Black Butler ist
das sind die Figuren. Die Figuren sind so, wenn man das sieht, denkt man sich, ist das jetzt ein Zeichentrick? Das ist doch kein Zeichentrickfilm. Also da sind es oft Figuren, die sehr extrem sind, die man aber trotzdem sich irgendwie in unserer Realität das Gefühl hat, dass man die schon mal gesehen hat. Man hat die Art und Weise, wie Figuren spielen, wie die sind, wie die aufeinander reagieren. Also das sind oft sind das eben nicht Stereotypen, sondern Figuren, die man schon gesehen hat. Und die aber in ein gewisses Extrem dann auch irgendwie gelenkt werden. Und die Figuren da sind sehr, sehr besonders. Dann haben wir noch recherchiert, dass du in den Bakugan-Animes den Dragonoid gesprochen hast. Ja. Kannst du uns den Charakter mal erklären, für die es nicht kennen? Also Drago ist ein Drache, der in einer kleinen Kugel, der eigentlich eine kleine Kugel ist, und die Charaktere sind hauptsächlich die Hauptdarsteller sind Kinder, die eben mit ihren Dragonoids, mit ihren kleinen Kugeln gegeneinander antreten in Kämpfen, bei denen sie ähnlich wie mit Spielkarten ihre Kräfte aneinander messen. Und Drago ist eben meiner ist ein Drache, der sich über viele viele Evolutionsstufen hinweg bis zum Superdrachen entwickelt, aber immer wieder dann doch besiegt wird von irgendwelchen anderen evolutionsverrückten Drachen oder Tieren oder Geschöpfen und dann letztendlich dann durch eine weitere Evolutionsstufe immer wieder den Sieg davon trägt. So. Liebe Anime-Freunde, ich versuche das jetzt mal auszusprechen. Die vielen japanischen Namen in den Code-Gas-Filmen hast du Shin Yuga Shingu gesprochen. Ja, hieß der so? Kannst du dich erinnern? Ja. Wie bist du in diese Welt, in diese Anime-Welt eingestiegen? Also mit ganz ich Anime war eigentlich spreche ich immer parallel zu den ganz normalen Rollen, sage ich jetzt mal, gab es immer eine Serie, die sich immer so über mehrere Folgen und Staffeln hinweg entwickelt hat. Code Geass, glaube ich, Code Geass hieß das. Code Geass. Ja. Bitte verzeiht uns, wenn wir hier irgendwas falsch aussprechen. Das ist nicht böse gemeint, liebe Anime-Fans. Nee, es ist wirklich bei diesen Animes so, dass eine Figur einen über längere Zeit so begleitet, wie bei Black Butler, Code Geass. Das ist es immer eine Figur oder dieser Drago, die einen über eine längere Zeit begleitet und die man wie so alte Freunde, die man gerne wieder trifft, die man dann wieder sprechen darf und die dann trotzdem immer anders sind. Also das besonders bei den Animes ist, dass die auch nicht immer, das sind nicht immer die gleichen Charaktere, sondern die verändern sich auch. Die können ganz unterschiedlich sich entwickeln in Richtung, wo man sagt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, das ist finde ich besonders. Welche Synchronrollen waren bisher Highlights für dich? Also es gab viele Highlights, weil einfach ganz viele tolle Filme gibt. Nicht in allen kann man sprechen. Ein Highlight war, glaube ich, mit auch schon die erste Hauptrolle, die ich gesprochen habe damals, Zeit der Zigeuner, diesen Perchan, die Figur. Dann habe ich es waren knapp 10 Jahre später, habe ich in einem Lars von Trier-Film, Dogville hieß der, mit Nicole Kidman, Paul Bettany gesprochen. Und das war auch eine sehr besondere Arbeit, unter anderem, weil auch Beate Klöckner Regie geführt hat, die auch in Zeit der Zigeuner Regie geführt hat. Und das war eine sehr besondere Rolle, weil Lars von Trier seine Schauspieler auf sehr, sehr dünnes Eis gelockt hat. Das merkt man, wenn man diese Figur spricht und dem zuschaut beim Spielen, merkt man, dass der manchmal nicht weiß, in welche Richtung das jetzt geht. In welche Richtung die Figur, diese Geschichte, das war noch ganz abgefahrene Geschichte, die spielte ja auf einer Theaterbühne und die Häuser und die Geschäfte waren mit Kreide auf den Boden gezeichnet.
Und die Figuren spielen aber innerhalb dieser Häuser, wie, als wären das echte Häuser und echte, als wäre das eine echte Kulisse. Und aber die Figuren werden dadurch, geraten dadurch in einen extremen Fokus. Und ich habe gemerkt, dass ich, als ich diesen Paul Bettany gesprochen habe in der Rolle, der spielt da drin einen äußerst unangenehmen Charakter. Und deswegen, weil er eben sehr subtil eigentlich einen maßlosen Sadismus an den Tag legt, mit dem er Nicole Kidman quält. Und wie er das macht, das hat mich verfolgt. Also ich hatte wirklich Albträume. Ich hatte Albträume, und vor allem habe ich gemerkt, dass ich bestimmte Eigenheiten dieses Charakters in meine Persönlichkeit aufgenommen habe. Das hat mir meine Freundin, hat mir dann gesagt, die guckte mich dann, als ich irgendwann, wir haben irgendwann geredet und es ging, ich weiß gar nicht mehr, was es ging, und dann sagte sie plötzlich, sag mal, meinst du das jetzt ernst? Oder du, so hast du das ja noch nie gesagt. Das war jetzt ganz schön gemein. So. Und ich so, wie meinst du denn das jetzt? Verstehe ich nicht. Also ich hatte so eine ganz seltsame Art, plötzlich auch zu denken und meinem Gegenüber, wie ich ihr gegenüber mich verhalten habe, das war irgendwie erschreckend. So. Du hast bis jetzt, wenn man nachgeschaut, über 1200 Synchronrollen gesprochen. Ich glaube, das sind, glaube ich, weitaus mehr. Zumindest das, was in der Online-Datenbank der Synchronkartei steht. Doch schon so viele. Ja, eine ganze Menge zusammengekommen. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Lernt was anderes. Nachwuchssprecher? Also, mein Tipp für Nachwuchssprecher, arbeitet an euch. Arbeitet an euch. Guckt euch genau an, was oben auf der Leinwand passiert, was der Kollege macht, und lasst die Hosen runter. Ja, muss nichts, man. Nichts darf dir peinlich sein, oder? Im Synchron? Nein, natürlich nicht. Dass einem da irgendwas peinlich ist, oder ist das völlig tabu? Nein. Dass dir irgendwas peinlich ist. Peinlich ist total interessant. Also peinlich ist ja Peinlichkeit oder Schwäche, oder da wird es ja interessant. So. Du stehst immer wieder auf der Theaterbühne vor der Kamera, ja, hinter Mikrofon logischerweise. Was machst du am liebsten? Also beides hat seine ganz besonderen Qualitäten. Auf der Bühne zu spielen ist natürlich das Spiel mit dem Zuschauer. Ich spiele jetzt zum Beispiel wenn wir wieder spielen dürfen, im Heimathafen Neukölln ein Stück, das heißt Beziehungskiste. Das läuft schon das dritte Jahr mittlerweile. Und das ist eine Beziehungskomödie, wie der Titel schon sagt, Beziehungskiste. Und ein relativ kleiner Raum, knapp 80 Zuschauer. Und wir sind zu viert. Vier Kollegen und spielen 8 Rollen. So. Okay. Und das macht total Spaß. Also es ist natürlich anders als beim Synchron, weil beim Synchron ist einfach das Tolle daran, dass man auf Dinge und Charaktere besetzt wird, die man auf der Bühne oder im Film niemals spielen würde, weil einem das keiner ansieht. Also mit der Stimme ist einfach, kann man wahnsinnig viel tolle Dinge machen und sehr unterschiedliche Charaktere, in unterschiedliche Charaktere schlüpfen. Letzte Frage. Witzige Anekdote zum Schluss. Ich habe mal, das ist ganz witzig, weil das auch für das spricht auch für das Genre Synchron und für die Qualität dieses Genres. Ich habe mal in ein paar Filmen Shah Rukh Khan auch gesprochen. Diesen Bollywood-Schauspieler. Normalerweise spricht den Pascal Breuer aus München. Der hat in fast allen Filmen gesprochen und macht das natürlich auch sensationell. Und es gab aber ein paar Filme, da weiß ich nicht, ob er keine Zeit hatte oder ob das vertraglich nicht, ich weiß nicht, wie es dazu kam. Auf jeden Fall habe ich in 4 oder 5 Filmen Shah Rukh Khan gesprochen. Und dann kam ein Film in die Kinos, ein amerikanischer Film, wo Shah Rukh Khan einen Mann gespielt hat, dieses Asperger-Syndrom hat, dieses autistische Syndrom, und in die USA kommt und dort Abenteuer erlebt. Und es war, wie gesagt, eine amerikanische Produktion. Und es gab ich habe den Trailer gesprochen,
Weil man wusste, dass ich damals, dass ich den auch in 4, 5 Rollen gesprochen habe. Und er hat mich gebeten, diesen Trailer zu sprechen. Und der Trailer lief, es gibt ja eine Sektion bei der Berlinale, Bollywood. Und da wurde dieser Trailer gezeigt. Und man hat natürlich überlegt, wie macht man das? Ich habe eben mit einem indischen Akzent auch gesprochen, diese Rolle. Und es gab dann dieses Screening, dieses Trailers. Und nach diesem Screening brachen bei Sony die Server zusammen, weil ein solcher Shitstorm plötzlich dort einlief. Und sie gesagt haben, wie kann es sein, dass Shah Rukh Khan nicht von Pascal Breuer gesprochen wird und noch dazu einen indischen Akzent hat? Wie kann denn sowas sein? Also es war einfach zum Schießen. Ich fand das wahnsinnig lustig, weil es auch etwas erzählt hat, dass das Synchron, unabhängig davon, dass ich damit kein Problem hatte, dass das dann Pascal gemacht hat, letztendlich in dem Film, fand ich das insofern auch toll, weil Sony reagiert hat. Weil die Zuschauer gesagt haben, das geht nicht, wir möchten das sehen und hören, was wir gewohnt sind. Und sie haben ihren Willen bekommen und ich fand das super. Ich fand, deswegen finde ich das toll, dass wir als Sprecher, wir sind einfach auch disponierbar. Also wir sind Künstler und Dienstleister. Wir sind letztendlich, sind wir Dienstleistende, die es für die Leute tun, die ins Kino gehen. So. Lieber Jaron, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Und sag vielen lieben Dank. Ich auch. Vielen Dank. Tschüss.